zehn Geboten, da verbietet Gott viele grobe, äußere Sünden. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen oder lügen. Wir wissen, all diese Sünden, die sind natürlich nicht nur äußerlich, sondern sie beginnen im Herzen. Sie beginnen in den Gedanken und auch da ist es schon Sünde. Und am deutlichsten wird das im letzten Gebot. Du sollst nicht begehren, sagt Gott. Du sollst nicht begehren, nicht neidisch auf das sein, was deinem Nächsten, deinem Nachbarn oder Gefährten gehört. Und hier ist klar, Neid ist eine Herzensangelegenheit. Neid und Eifersucht sind meistens nicht so leicht sichtbar, aber dafür umso verzehrender und gewaltiger. Der weise König Salomo, er schreibt in Sprüche 27, Vers 4, grausam ist der Grimm und überflutend der Zorn, wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Also er sagt, Eifersucht ist im Grunde noch grausamer, noch überflutender als Grimm und Zorn. Verzehrender Neid, so habe ich unseren heutigen Predigttext überschrieben aus 1. Samuel, verzehrender Neid. Und wir lesen hier 1. Samuel Kapitel 17, die Verse 55 bis Kapitel 18, Vers 16. Also die letzten Verse aus Kapitel 17 lesen wir noch mit dazu und dann die ersten 16 Verse in Kapitel 18. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, hier ist das ja dieser Kampf zwischen David und Goliath, da sagte er zu Abner, dem Heerobersten, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte, frage, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes, Isai, des Bethlehemiters. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus des Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf sein Schwert und sein zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen und Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er es täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Verzehrender Neid.
Wir erfahren hier in diesem Text sehr, sehr eindrücklich meinen ersten Punkt. Neid führt zu weiteren Sünden. Saul ist von Neid und Eifersucht gepackt. Der junge David hat diesen riesengroßen Philister Goliath besiegt. Diesen Sieg und die damit verbundene Bewunderung gönnt Saul dem David nicht. Er selbst will doch der gefeierte Held, der strahlende Sieger sein. Neid kommt in Saul auf. Bitterer, böser, verzehrender Neid. In unserem Text sehen wir am Beispiel von Saul, wie recht Salomo mit seinem Spruch hat. Wer kann bestehen vor der Eifersucht? Der Neid, er führt sehr schnell zu weiteren Sünden. Neid bleibt nicht für sich allein. Es zieht andere grobe Sünden nach sich. Unser Predigtext beschreibt uns allein drei schnell aufeinanderfolgende Sünden. Beim Aufkeimen des Neids in Sauls Herzen ist die erste Folge Lästerung. Direkt nach dem Kampf Davids gegen Goliath, oder im Grunde noch während diesem Kampf zwischen David und Goliath, da kommt es zu einer merkwürdigen Begebenheit. Ich lese nochmal die Verse, Kapitel 17 ab Vers 55. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heerobersten, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und auch David fragte das direkt. Wessen Sohn bist du, junger Mann? Und David antwortet, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Wir erinnern uns, in Kapitel 16, da gelangte David durch Gottes unsichtbare Hand direkt an den Königspalast. Er sollte nämlich diesen geplagten Saul auf der Harfe vorspielen, damit es ihm besser ging. Und David war häufig im Palast und er kehrte aber ab und zu wieder zurück zu seinem Vater, um dort die Schafe zu hüten. Doch sein Harfenspiel, das tat dem Saul so gut, dass Saul den jungen David ganz öffentlich ehrte und ihn zu seinem Waffenträger machte. In Kapitel 16, Vers 21, da heißt es sogar, und Saul gewann David sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Eine ehrenvolle, eine vertrauensvolle Position. Saul kannte David. David war ihm kein Unbekannter. Es heißt, er gewann David lieb. Sein Harfenspiel erfreute ihn. Er ehrte ihn öffentlich. Doch hier, als sich der Neid breit macht, da tut er so, als würde er David kaum kennen. Er spricht ihn nicht mit seinem Namen an, sondern ganz bewusst, abfällig, dieser junge Mann da. Saul will David kleinreden. Er will, dass niemand zu David aufsieht, sondern er betont, dass David doch bloß irgendwie so ein junger Bursche ist. Irgend so ein namenloser junger Mann. Und er fragt, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann? Ich meine, vielleicht war er sich wirklich nicht ganz sicher, welcher Familie David hier entspringt. Und es war ja auch verbunden, derjenige, der sich Goliath entgegenstellt, der Familie wird Steuererlass versprochen und ihm wird die Hand seiner Tochter gegeben, hatte Saul versprochen in seiner Ratlosigkeit. Doch mir scheint, er will vor allem betonen, dieser Bursche da, der stammt doch noch nicht mal aus einer ansehnlichen Familie. Dieser Bursche ist doch jung, aus niedrigen Verhältnissen, irgend so ein namenloser Wicht. Fangt bloß nicht an, diesen da zu bewundern. Saul versucht schon im Moment des großen Sieges Davids gegen Goliath, ihn möglichst klein und schlecht zu reden. Und das ist Lästerung. Spottende, abwertende Worte. Eine der häufigsten Ursachen von Lästerei ist Neid und Missgunst. Ich gönne dem anderen nicht diese Ehre, diesen Ruhm, diesen Erfolg.
aus Neid auf Neid folgt sehr schnell üble Nachrede, Lästerei. Doch dabei bleibt es nicht. Als David auch später noch militärische Erfolge feiert, da gibt es einen neuen Hit in Israel. Die Frauen, sie tanzen und sie singen und sie spielen Instrumente und sie dichten einen neuen Schlager in der jüdischen Hitparade. Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. An das Lied erinnern sich sogar noch später die Philister. Scheint ein ziemlicher Ohrwurm gewesen zu sein. Nun, wie so viele Lieder, die ganz oben in den Musikcharts sind, ist der Inhalt dieses Textes ziemlich hohl und ziemlich töricht. Solche Texte, sie schüren natürlich diesen bitteren Vergleich. Diese Texte, die David und Saul hier miteinander vergleichen, natürlich kommt dort diese Sünde des Neids, dieser Missgunst auf. Es fördert das doch nur so. Überhaupt zwei Männer miteinander zu vergleichen, zwei Personen so öffentlich miteinander zu vergleichen, führt fast immer zu Sünde. Entweder zum Hochmut oder zum Neid. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Es ist nicht das Lied, sondern Sauls Neid, der auf die nächste Stufe führt. Aus geringschätzigem Spott wird plötzlich grimmiger Hass. Grimmiger Hass. Saul hatte David zwar an seinen Hof geholt, vielleicht auch so ein bisschen, um sich in seinem Sieg und seinem Ruhm auch ein bisschen mitzusonnen, auch von seinem Hafenspiel weiter zu profitieren, aber bei diesem Lied gehen ihm die Lichter aus. Jetzt wird David ihm zum Konkurrenten. Jetzt hasst er ihn. Er hatte ihn einst lieb gewonnen. Aber Neid kehrt alle Liebe in bitteren, grimmigen Hass. Das sehen wir hier bei König Saul. Saul ist argwöhnisch. Er vermutet schon, David ist bestimmt hinter meiner Krone her. Und er schaut ganz hasserfüllt auf David. Und er schafft es nicht, auch nur für einen Moment, diesen Hass wieder loszuwerden. Das, was in einzelnen, zeitweisen, schlechten Gedanken, kränkenden Worten, abfälligen Bemerkungen begann, das setzt sich nun fort in andauerndem Hass. Alle Liebe ist gewichen. Er wünscht David von nun an bis zu seinem Ende nur noch Böses. Das entspringt dem Neid. Und Sauls Neid klettert sogar noch schneller auf die höchste Stufe. An einem schlechten Tag, an dem so alles schief ging, er wird sogar durch einen bösen Geist geplagt, er gerät in Raserei, er ist mit seinen Nerven am Ende und er nimmt einen Speer und versucht, David aufzuspießen. Aber nicht aus Versehen, nicht im Affekt, zweimal versucht er, ihn einfach zu ermorden. Zweimal muss David ausweichen. Neid führt zum Mord. Es beginnt in den Gedanken, in dem Herzen, wie auch Jesus es in der Bergpredigt auslegt, und schreitet sogar fort bis zur Tat, wenn es nicht gehindert wird. Und auch hier, ich glaube, das häufigste Motiv für Mord in dieser Welt ist Neid. Man denkt es nicht, man hat es vielleicht nicht so sehr vor Augen. Und häufig ist es ja auch irgendwie noch mit Habsucht oder Rache verbunden. Doch die Quelle ist doch oft, dass man der Person den Besitz oder den Ruhm einfach nicht gönnt aus Neid. Das, was der hat, das will ich eigentlich haben. Ich habe es mehr verdient als der. Es ist ungerecht, dass ich nicht das habe, nicht das genießen kann, was ich bei dem anderen sehe. Sogar Pilatus erkannte, dass die Priester Jesus aus Neid überlieferten. Neid. Neid führt zu den schlimmsten und grausamsten Sünden. Und hier sehen wir, wie verzehrend dieser Neid ist. Saul hatte am Anfang so einige helle Momente, wo er richtig vorbildlich voranging. Aber hier ist er so von Neid gepackt,
dass er bis nicht mal vom Mord zurückschreckt. Unser Predigttext hier stellt uns das als eine klare Warnung vor Augen. Neid führt zu weiteren Sünden. Es ist nicht harmlos. Es ist nicht nur irgendwie eine Gedankenspielerei. Zweitens, Neid ist ein Ausdruck eines ungeheiligten Lebens. Wir haben schon gesagt, Neid ist nicht so leicht zu durchschauen. Das ist nicht so äußerlich sichtbar. Wir können ja nicht in die Herzen hineinschauen, wie Gott es tut. Und Neid ist auch sehr listig und hinterhältig. Auch da, wo wir uns selbst prüfen. Das kriecht so einfach aus dem Herzen empor und erst kann man es noch irgendwie ganz gut verheimlichen oder mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten rechtfertigen. Doch dann verzerrt es eine Person, wie hier bei dem König Saul. Neid ergreift vollkommen Besitz von seinem ganzen Herzen, von seinem ganzen Wesen, von seinem ganzen Leben. Und der Text gibt uns aber einen Hinweis, auf welchem Nährboden der Neid sich denn überhaupt so langsam setzt. Es ist die Grundlage eines ungehorsamen, ungeheiligten Lebens, aus dem der Neid hervorgeht. Und das ist wichtig zu beachten. In den letzten Kapiteln haben wir uns schon mehrfach angeschaut, wie König Saul dem Herrn ungehorsam war. Er hatte so einige fromme Momente am Anfang, doch dann wurde es immer weniger. Er suchte nicht mehr die Ehre Gottes, sondern er suchte seinen eigenen Ruhm. Nach ein paar Siegen war er so mit Stolz behaftet, dass er seinen eigenen Weg suchen wollte und nicht mehr auf Gott schaute. Er wollte von den Menschen bewundert werden und Selbstsucht und Stolz brachten ihn zu Ungehorsam gegenüber den Herrn, bis der Herr ihn verworfen hat. Das erste Samuelbuch, es beschreibt uns sehr deutlich, wie Saul immer weniger auf Gott vertraute und immer mehr sich um sich selbst drehte. Und in Kapitel 17 sehen wir dann einen sehr traurigen Höhepunkt. Goliath, der Riese der Philister, er spottet über Gott in den lästerlichsten, in den höhnendsten Worten. Und er fordert das Volk Israel, er fordert Saul und die ganze Armee, fordert er heraus, einen Mann zu wählen, um mit ihm zu kämpfen und damit den Krieg zu entscheiden. Und keiner traut sich. Niemand im ganzen Heer ist bereit, die Verantwortung auf sich zu nehmen und in dem Glauben an Gott sich diesem Gotteslästerer entgegenzustellen. Wisst ihr, es wäre Sauls Aufgabe gewesen, als König hier dem Volk voranzugehen. Es wäre seine Aufgabe gewesen. Es wäre seine Pflicht gewesen. Hier nicht auf sein Leben zu schauen, sondern auf Gott, in dessen Auftrag er steht. Er ist gesetzt als König zum Schutz, zur Leitung, zur Führung des Volkes. Doch Saul, er war zwar stolz, aber auch feige und ungläubig, weil er Gott nicht mehr vertraute wie zu Beginn seines Amtes. Und Sauls Stolz, sein Egoismus, sein sündiges Versäumnis als König, das ist nun die Grundlage, auf dem der Neid sich niederlässt. Das ist die Kampffläche, wo er plötzlich einen Angriffspunkt gibt. Es heißt ja, Vers 55, als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging. Merkt ihr, Saul sieht zu, wie David dem Philister entgegengeht. Und es war seine Sünde, dass er zusah und nicht selber ging. Aber weil er das weiß, wird er nun neidisch, dass ein anderer seine Aufgabe, seine Pflicht besser erfüllt als er. Und Gott ihn segnet. Dem Gehorsamen, dem gläubigen David und nicht den großen Saul.
David, dieser junge Mann, er nimmt mutig die Stellung ein, die Saul sträflich scheute. Und Saul weiß das. Und man denkt, er könnte doch dankbar sein. Er könnte doch froh sein über diesen jungen David, der im Gottvertrauen sich dem Philister entgegenstellt und sogar gewinnt. Er hat doch auch Saul das Leben gerettet. Doch Saul freut sich nicht. Ab diesem Moment überwiegt der Neid über alle Freude, über alle Liebe. Und hier sehen wir auch, wie selbstzerstörerisch der Neid ist. Aber der Neid erwächst auf dieser sündigen Unterlassung. Saul führte ein ungeheiligtes Leben und nun wird er neidisch auf den Segen Gottes, der auf David ruht. Auch in Kapitel 18, Vers 13, da haben wir gelesen, und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und er setzte ihn zum Obersten über 1000 und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Es war die Position und Aufgabe des Königs, vor dem Kriegsvolk herzuziehen, nicht des Waffenträgers. Es war die Aufgabe des Königs. Später auch in 2. Samuel. Wisst ihr, wann David seinen größten Fall hatte und Ehebruch trieb mit Bathseba? Als er sich zu der Zeit des Krieges, wo er eigentlich vor seinem Kriegsvolk herziehen sollte, im Palast vergnügte und auf dem Dach spazierte und Ausschau hielt. Da, wo er träge geworden ist, da, wo er versäumt hat, seine Pflicht wahrzunehmen, da fiel er in Sünde. Und auch hier. Saul schickt diesen unerfahrenen David, weil er sich selbst scheute vor dieser Aufgabe, vor dem Kriegsvolk herzuziehen. Und Gott segnete David mit großem Erfolg und Ansehen. Und Saul, er wollte diese Früchte eines gottesfürchtigen Lebens haben, aber ohne Gehorsam, ohne seinen Dienst, ohne die Pflicht. Er wollte den Segen Gottes haben, aber nicht auf den Wegen Gottes gehen. Er wollte den Lohn Gottes, aber ohne Gott. Ohne Gott. Doch er war neidisch auf David, der Gefallen hatte an der Gemeinschaft mit Gott, der Gefallen hatte an den Wegen Gottes, der im Glauben und zur Ehre Gottes gehorsam diente und nicht auf sich selbst schaute, sondern auf Gott und sein Werk und dadurch Gunst und Segen erfuhr. Ein stolzes, ungehorsames, ungeheiligtes Leben ist der Nährboden verzehrenden Neids. Und auch wenn es oberflächlich nicht so scheint, Neid ist immer eine Auflehnung gegen Gott. Es ist eine Rebellion, es ist ein Protest, es ist ein Hadern mit Gott. Neid überredet dein eigenes Herz davon, dass du eigentlich das Gute verdient hast, das Gott jemand anderem gegeben hat. Dass Gott dich ungerecht behandelt. Es heißt ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Das, was der andere hat, das wirkt in meinen Augen immer besser und das, was ich habe, ist immer kläglich und mickrig und Gott muss es ja ziemlich schlecht mit mir meinen. Neid ist ein Ausdruck stolzer, unzufriedener Rebellion gegen Gott, gegen das, was Gott dir geschenkt hat. Und es ist ein Ausdruck der Lieblosigkeit, der Missgunst gegenüber dem Nächsten. Aber wisst ihr, ein geheiligtes Leben, es beginnt mit der Erkenntnis, dass Gott dir überhaupt nicht schuldig ist. Ja, vielmehr noch, dass du gar nichts Gutes verdienst. Aber Gott in seiner Gnade dir viel mehr geschenkt hat. Dir viel Segen geschenkt hat. Ein geheiligtes Leben beginnt mit der Dankbarkeit über die Gnade Gottes. Und Neid ist eine Frucht eines ungeheiligten Lebens. Und darum ist es sehr, sehr ernst. Geh niemals leichtfertig mit neidischer Begierde in deinem Herzen um. Saul ist uns ein sehr warnendes Beispiel.
Wir sehen, wie verheerend, wie gefährlich, wie sündig Neid ist und aus was für einem unheiligen Leben Neid entspringt. Es soll uns warnen. Doch wir fragen uns auch drittens, wie können wir denn Neid bekämpfen? Wisst ihr, für Neid gibt es keine einfachen Erfolgspläne. Das ist nicht irgendwie wie bei so einer 30-Tage-Diät oder 5 Schritte zum neidfreien Leben. Neid ist absolut listig und betrügerisch. Aber Neid ist eine Sünde. Neid ist eine Sünde, eine gefährliche, eine große Sünde. Und es gibt hier 2 Dinge, die uns die Bibel deutlich macht, was für alle Sünde gilt. Decke auf und Decke zu. Decke auf. Das heißt, bekenne Gott deine Sünde. Auch die Sünde des Neids. Das ist so leicht zu verbergen, so leicht zu versteckt zu lassen. Aber umso wichtiger, auch gerade hier, es Gott zu bekennen, deine Eifersucht, deine bösen Begierden, deine falschen Gedanken, deine Undankbarkeit, deine Hadern, deine Eifersucht. Verdecke es nicht, indem du es verharmlost und sagst, ach, solche Gedanken hat doch jeder mal. Oder indem du es in falscher Weise rechtfertigst. Ja, ich habe es ja auch wirklich eigentlich verdient. Viel mehr als hier mein Nachbar. Neid ist Sünde. Es ist eine verzehrende Sünde. Decke sie auf. Bring sie ans Licht. Lass sie nicht heimlich im Verborgenen dein Herz erfüllen, wie wir es bei Saul sehen, bis du ganz darin gefangen bist. Bekenne es Gott und am besten auch vor vertrauenswürdigen Brüdern oder Schwestern und tue Buße. Erkenne, wie gefährlich es ist. Empfinde Abscheu dagegen. Verabscheue die Sünde des Neids, habe Missfallen daran und nähre sie nicht noch. Denk nicht immer weiter darüber nach, über deine traurige Situation und über all das Glück der anderen, denn alles, was du aufdeckst, was du bekennst, das kannst du auch bekämpfen. Aber die Sünde, die du heimlich nährst und förderst, die wird dich verzehren. Decke auf. Aber die Bibel, sie lehrt uns, einen Weg zuzudecken, der wirklich hilft. Decke zu. Lass deine Sünde bedecken durch die Gnade Jesu. Neid ist Rebellion gegen Gott und Lieblosigkeit gegen den Nächsten. Und wisst ihr, das ist eine Übertretung des gesamten Gesetzes. Dass wir weder Gott lieben, wie wir sollten, noch unseren Nächsten wie uns selbst. Neid ist eine Übertretung des gesamten Gesetzes Gottes. Und es kann nur bedeckt werden durch gnädige Liebe Christi. Das ist das einzige Mittel. Und es ist interessant, hier am Anfang von Kapitel 18, da heißt es von Jonathan, dem Sohn Sauls, und es geschah, als er, David, aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan hätte mindestens genauso viel Grund gehabt, auf David neidisch zu sein, wie sein Vater Saul. David bedrohte ja auch seine Thronanwärterschaft. Und Jonathan war auch mal ein gefeierter Held in Kapitel 14. Und jetzt singen die Frauen nur noch über David. Doch über Jonathan heißt es, er liebte David wie seine eigene Seele. Er liebte David. Und er verbündete sich mit ihm in einem offiziellen Bund.
Er versprach ihm Hilfe und Unterstützung. Und er gab ihm als Hilfe und als Zeichen seiner Liebe seine ganze Waffenrüstung. Jesus Christus kann Sünden vergeben, er allein. Sogar die bittere, verzehrende Sünde des Neins. Er kann es bedecken, weil er sein heiliges und gerechtes Leben geopfert hat, um Sünder wie wir es sind zu retten. Und mehr noch als Jonathan hat Jesus das Gesetz erfüllt. Er hat seine Nächsten geliebt wie sich selbst. Und damit hat er bezahlt für all unsere Lieblosigkeit und für all unsere Gottlosigkeit. Mit seiner heiligen Liebe hat er unseren Hass und unseren Neid bezahlt. Und das tut er, indem Jesus einen heiligen Bund der Gnade eingerichtet hat. Wie Jonathan dem David, so hat auch Jesus ein festes Bündnis, ein tiefes Versprechen getan, dass jeder, der seine Sünde bekennt, der aufdeckt und an Jesus stellvertretenden Tod glaubt, dem werden alle Sünden zugedeckt, vergeben. Mit seiner Gerechtigkeit bedeckt Jesus die Sünden seiner Verbündeten, wie mit einem Brustpanzer. Und in Epheser 6 nennt Paulus den Panzer der Gerechtigkeit, den wir bekommen von Gott. Luther sprach hier von einem fröhlichen Tausch. Jesus bekommt meine Sünde und ich bekomme seine Gerechtigkeit. Das ist doch ein guter Deal, oder? Ich darf mich schützen, bedecken lassen mit der Gerechtigkeit Christi, wie mit einer Waffenrüstung. Er selbst rüstet mich zu, dass wir in Gnade, in Frieden mit Gott leben können. Dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht, sondern wir nun durch das Wort des Geistes und durch Glauben gegen die Sünde in unserem Leben ankämpfen können. Christus ist unsere einzige Hoffnung im Kampf gegen den Neid. Er ist gestorben, um unsere Sünden zu bedecken. Er ist auferstanden, um uns recht zu rechtfertigen. Und uns mit aller Gnade auszurüsten, dass wir diesen heiligen Kampf bestehen können bis zum Ende. Und nicht einmal der Neid uns verzehrt, sondern die Liebe Christi unsere Herzen erfüllt. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.